Ah, Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ihr seht es im Titel. Hund, französische Bulldogge, Welpe, neues Familienmitglied, Leute. Leute, ich habe so einen Vlog aufgenommen gehabt, aber leider sind ein paar Videoaufnahmen verschwunden, verschollen. Ich finde die auf jeden Fall nicht mehr wieder. Auf jeden Fall muss ich das jetzt nachkommentieren, also einige Szenen, deswegen nehmt ihr das nicht so übel. Leute, wenn ihr mehr sehen wollt vom Hund, wie ich Challenges drehe, wie ich ihm ein paar Sachen beibringe. Ich meine, der ist 8 Wochen alt. 8 Wochen altes Baby. Dann liked das Video, schreibt es in die Kommentare. Abonniert mich, Leute. Abonniert, motiviert. Ihr wisst doch Bescheid, was mein Slogan ist. Auf jeden Fall, Leute, hat das Video so angefangen, dass wir mit dem Auto erstmal nach Selm gefahren sind. Ja, also wir sind nach Selm gefahren, haben dann den Hund abgeholt. Danach habe ich gewartet, bis der Hund rauskommt. So ein kleines Babylein. Ihr seht es jetzt auch. Nicht gewachsen. Zeig mal. Guck. Hallo. Oh, der ist richtig süß. Ja, Mann. Und danach konnte ich nicht abwarten. Ich wollte auch den Hund in meinen Arm tragen. Das erste Mal. Ey, der Hund, ey, das ist unbeschreiblich. Der Hund war so süß. Ehrlich, der war noch kleiner als ein Baby. Als ein Menschenbaby. Ist er nicht süß? Der ist süß, ne? Übertrieben, übertrieben. Oh. Guck mal. Sein Herz rast richtig. Ja, sollen wir den da ablegen? Ja, komm. Das war so süß. Auf der Rückfahrt war er dann am Anfang aktiv, ne? Danach, so nach 5-10 Minuten ungefähr, ist eingeschlafen. Auf meinem Arm. Er hat seinen Kopf hier draufgelegt, das ist dann eingeschlafen. Das war schon... Leute, der Hund ist eingeschlafen. Ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, der Hund ist mega süß. Süß wie? Süß-Sauersauce, Leute. Ihr wisst doch Bescheid. So, Leute, auf jeden Fall war es dann so, dass er sein eigenes Bett hatte. So eine kleine Matratze mäßig in so einem Korb. Und da habe ich mich ein bisschen mit ihm mich beschäftigt. Leute, ich sag nur eins, guckt mal seine blauen Augen an. Ihr verliebt euch in die blauen Augen, ehrlich. Die sind so süß. Ich habe versucht mit ihm zu spielen. Er hat darauf reagiert. Seine kleinen Zähne, Leute. Seine kleinen Zähne, richtig süß. Ja, fein. Ja, fein. Aufgestanden. Ich musste mit ihm Gassi gehen. Der hat sich so gefreut. Er wollte unbedingt Löwenzahn essen. Ist das so nah dran? Nein. Auf jeden Fall, Leute. Der Kleine ist so aktiv morgens. Ja, er ist aktiv. Du bist aktiv. Ja. Ach Mann, der ist so süß. Oh, der guckt mich auch an. No. Oh, der fein. Leute, achtet mal diese Süßness. Sitz. Leute, der ist so süß, ne? So süß. Der ist sowas von süß, ne? Ich bin gerade aufgewacht, also wundert euch nicht, warum ich so aussehe. Ach Gott. Oh. Ach, Mann, du ja fein, ja fein, ja fein. Ach, Mann, du bist so süß. Leute, der ist doch süß. Der ist doch süß. Süß wie süß-sauer, so, ich sag doch. Oh. Was machst du? Leute, wenn ihr das seht, seine Zähne sind so süß. Oh, wie süß. Oh, nein. Komm, 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 komm. Nein. Komm, 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 komm. Nein. Oh.
Mann, ja komm. Hier, nimm. Komm, nimm. Nein, ich film dich nicht. Nein. Ja, jetzt hast du gefangen, ne? Hast du es gefangen? Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Also, das ist ja fein. Pablo übrigens, der Hund heißt Pablo. 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 Och, wie süß. So Leute, dann war es auch so, dass der Tag zu Ende gegangen ist und ich hatte zu wenige Aufnahmen. Und deswegen habe ich auf dem darauffolgenden Tag nochmal was aufgenommen. Eins muss ich dir lassen, kleiner Hund. Wie kann man so stinken? Oh, ich will dich nicht anschreien, aber wie kann man so stinken? Wie können deine Fürze... Wie kann deine Kacke so stinken? Jetzt mal ehrlich. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Kleiner Mann. Pablo. Ey. Kehr dich nicht mit dem Rücken zu mir. Guck mich an. Wie können deine Fürze so stinken? Sag mal. Du hast so einen kleinen Magen. Nein, du bleibst jetzt da drin. Du bleibst da drin. Was ist los? Oh, okay. Oh Mann. Leute, wenn ihr diese Aufnahmen seht, er war süß noch, ne? Aber ungefähr nach 20, 30 Minuten, ich guckte ihn so an. Der war am Schlafen. Ich guck ihn so an, ne? Er wacht auf, er guckt mich an. Er macht seine Hundeposition. Der hatte Durchfall. Der hat wie ein Strahl gekackt. Durchfall. Ekelhaft, das hat so gestunken. Und Leute, ihr wisst, was für ein Auto ich fahre. Ey, das ist auch noch nicht mal groß. Und der Hund muss neben mir bleiben, damit ich ihn in Augen im Visier habe. Wisst ihr, Leute? Weil das ist noch ein Baby. Ey, das hat so gestunken. Ey, Kacke. Eklig. Nein, Leute. Danach habe ich ihn auch ins Büro gefahren. Der Süß hat dann auch sein erstes Geschäft, also sein erstes Mal draußen erledigt. Ich hab den Moment nicht gesehen, aber der Hund hat gerade gekackt. Hier sitzt ja auch die Kacke und gepisst draußen das erste Mal. Na, wer hat das gelernt? Bisschen? Du hast es gelernt. Wer hat's gelernt? Wer hat ein bisschen gelernt? Dass der Hund danach eingeschlafen ist, nachdem er sein Geschäft gemacht hat. Leute, der schmatzt, das hört ihr gerade nicht, aber der schmatzt richtig. Oh, Mann. Bist du jetzt wach geworden? Na, bist du jetzt wach geworden? Oh. Leute, der ist doch so süß. Oh ja, was ist los? Und dann habe ich ihn nach Hause gebracht und Leute, der saß auf meinem Arm. Ich habe ihn gekämmt, durchbürstet. Der ist so eingeschlafen danach, der hat sich so wohl gefühlt. Leute, dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. So Leute, man muss den Hund auch einkämmen, damit er einschläft. Leute, ist der nicht süß? Guck mal, wie der eingeschlafen ist. Das ist wie eine Massage für ihn. Das kann man nicht in Worte fassen. Dann war es auch so, dass ich danach mit ihm in Gasse gegangen bin. Also er ist aufgewacht, er wird immer aktiv, nachdem er geschlafen hat. Auf jeden Fall, der will auch spielen. Ist er aufgewacht, war ich mit ihm Gassi, dann waren wir wieder zu Hause und dann habe ich auch mit ihm ein bisschen rumgespielt, Leute. Einen Moment, ich hole ihn kurz. Leute, ihr seht schon, oh Mann, der kleine Drecker hier. Guck mal, wie süß der ist. Der ist so süß. So Leute, ich blende noch ein paar Videoszenen ein, bleibt bis zum Ende dran. Ich sag jetzt schon mal, abonniert den Kanal für mehr, wenn ihr mehr Challenges sehen wollt mit dem oder mehr Videos. No. Ja, nee, dein Mund stinkt. Auf jeden Fall. Ich sag nur eins, abonnieren, motivieren, like das Video für mehr und warte mal, komm mal her. So Leute, abonniert den Kanal, komm her, keine Angst. Ich freue mich schon auf die Videos, die folgen werden. Deswegen unterstützt mich auf meinem Weg, Leute. Der Hund ist süß. Wenn ihr den auch süß findet, like das Video. Folgt mir auch auf Instagram, Leute. Muchong mit Doppel-O, mit zwei O's. Und dort poste ich auch manchmal Bilder, Videos vom Hund.
Ja, Leute, ich... Och, Mann. So, Leute, wie gesagt, bleibt bis zum Ende dran. Es folgen noch weitere 10 vom Hund, wie ich mit ihm gespielt habe, voll der Süße. Auf jeden Fall, Leute, ihr sagt jetzt schon mal Peace out und wartet ab bis zum nächsten Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und welche Videoideen ihr habt, was ich mit dem Hund machen kann. Ich meine, das nur ein Welpe. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde irgendwann auch ein FAQ machen. FAQ. Oh. Hey! Frechdachs. Pass auf, besser. Leute, der hat so eine Kraft, ne? Ey, Leute, der hat so eine Kraft, ehrlich. Nein. Nein. Was ihr gerade gar nicht gesehen habt, der Hund hat gerade hingekackt, aber was ihr gar nicht gesehen habt, nein, lass. Komm mal jetzt her! Aufhören! 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 Ey, weil das hilft gar nichts. Ich trau mich gar nicht zu ziehen wegen seinen Zähnen. Ah, der ist so süß, ehrlich. Wie gesagt, süß wie Süß-Sauersoße. Und Leute, der Hund ist einfach so eine Bereicherung. Ne? Der war gerade so müde und jetzt ist er so aktiv. Ich weiß gar nicht, es ist 0 Uhr. Es ist 0 Uhr und der ist schon aktiv. Bist du langsam müde? Ne? Bist du langsam müde? Ne? Bist du langsam müde? Oh. Ich werde noch jetzt, glaube ich, mit dem ein bisschen spielen. Ne? Komm, spiel ein bisschen. So, du hast das letzte Wort. Sag mal, was die Zuschauer machen sollen. Komm, sei nicht schüchtern. Komm, sei nicht schüchtern. Komm. Pablo, komm, sag mal den Zuschauern, was sie machen sollen. Du hast das letzte Wort. Guck in die Kamera. Pablo. Ja, jetzt bist du so verspielt, ne? Jetzt bist du so verspielt. So Leute, ihr habt ihn gehört, macht das, was er sagt, sonst wird er sauer und ihr wollt doch nicht, dass ein Babychen sauer wird. Also Leute, bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann. Peace out.